Servus Leute und willkommen zurück zu CityCXL 2012. Ich habe eigentlich gesagt, ich werde in Zukunft Teile dann, so die so lange dauern, vorspulen. Aber ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber ich fürchte, dass es trotzdem wieder so lange dauern wird. Ich muss mal schauen, ob ich das vielleicht vorspulen werde. Ich baue jetzt zumindest nicht 300 Mal das Gleiche. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Das ist ja schon mal alles besser. Wie bei dem Kreuz da hinten hatten wir ja das Problem, dass ich wirklich das Kreuz zweimal abgerissen habe und neu gebaut habe. Also das mache ich ja hier nicht. Ich baue das ja hier nur ein bisschen. Alter Spiel! Wenn es nicht so rumbacken würde, würde das alles ziemlich schnell gehen. Aber leider möchte das Spiel mich ja ständig trollen, dass es einfach nicht funktioniert, was hier abgeht. So, Steigung zu. Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Oh, seriously? So geht's aber gut. Mein Gott, das Spiel, ne? Also bitte wundert euch auch nicht, wenn in nächster Zeit wieder keine Videos kommen, aber das habe ich ja euch schon 300 Mal gesagt. Deswegen werde ich mich da jetzt auch nicht 300 Mal wiederholen. Tue ich zwar im Endeffekt vermutlich trotzdem, aber naja. Müsst ihr dann damit leben, ne? So, hier das können wir verbinden, hier können wir verbinden. Und dann haben wir auch hier die Ausfahrt. Die muss aber dann noch weiter vorne verlegt werden. Moment. Ich möchte da das doch etwas größer gestalten, weil es hier ziemlich beengt ist eigentlich vom Platz her. Das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich kann es so machen, dass ich erstmal die eine Seite baue und die andere... Alter Spiel. Die andere Straßenseite dann später dazufüge, quasi die andere Seite der Raststätte. Alter, wenn es nicht so rumbuggen würde, ne? Dann wären wir so viel schneller hier fertig. Das ist so der Wahnsinn. Was das ausmacht auch bei dem Spiel. Wenn man immer sich rumschlagen muss mit solchen Kleinigkeiten, die eigentlich völlig unwichtig wären. Aber dank dem Spiel muss man sich mit sowas immer rumschlagen. Das ist voll nervig. Ja, hier haben wir jetzt ein gewisses Problem, weil die Steigung schon wieder nicht mitspielt. Ah, das hasse ich auch so an dem Spiel. Dass das einfach nie richtig funktioniert hier. Ich meine, ihr seht ja, was jetzt passiert. Ich muss die Straßen jetzt wieder alle neu bauen, weil die Steigung sich schon wieder so bescheuert anpasst. Ich bin schon wieder nur am Fluchen heute. Ne? Echt schlimm. So. Jetzt können wir hier den Highway quasi hier anführen. Ach, ich will das aber hier gerade haben, bitte. Das wird aber wieder nicht funktionieren, weil das natürlich andersrum gebaut werden muss. So, kann ich das jetzt hier anfügen? Ja gut, so geht's eigentlich. Oder auch nicht, weil die... Ich bin noch ein bisschen gereizt, ne? Merkt man fast nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin echt gut gelaunt, aber irgendwie regt mich das Spiel gerade auf. Gut, es ist auch nicht wirklich schwer, sich von dem Spiel aufregen zu lassen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, wieder verkackt, oder? Wieso baut denn das? Das ist jetzt so komisch. Und so soll es auch nicht unbedingt sein. So soll es sein, genau. Wunderbar, geht doch. Warum nicht gleich so? So, hier passt es dann sogar mal. So, haben wir erstmal die Abfahrten quasi für die... Jetzt müssten die eigentlich auch eine Verbindung zum Dingens haben hier. Dingensgedöns, ne? Zum Rathaus, das müsste dann bald eigentlich kommen, dass die auch realisiert wird, die Verbindung. Hier wird vermutlich kein Parkplatz mehr hinpassen, ne? Aber hier. Hier würden dann noch so ein paar so kleine hinpassen, theoretisch. Oh Gott, nee. Klein sagte ich, nicht riesig. So 40x40 Parkplätze würden hier noch hinpassen. Hier aber leider nicht. Hier kommen nur so kleine noch hin, ne? Ja, 20x60 ist jetzt nicht sehr hübsch. Das ist auch nicht sehr hübsch. Das müssen wir dann gleich mal neu gestalten. Was will ich denn? Ich will hier einen kleinen haben. Das ist schon wieder zu groß. Machen wir noch so einen Parkplatz dahin und dann ist hier Schluss. Ich muss mir da nur kurz ein Verkehrssystem überlegen, wie das auch sinnvoll ist. Was es jetzt gerade irgendwie nicht sonderlich ist. Mir fällt gerade auch auf, dass das vielleicht nicht so gut ist, was ich hier gerade mache, oder? Moment. Das muss auf jeden Fall jetzt gerade sein, weil ich hier einen Umkehrpunkt machen möchte. Ich habe da ein System, das ich gleich noch umsetzen möchte. Ob das so funktioniert, wird sich gleich zeigen. So, hier haben wir einen Umkehrpunkt.
Oder ich könnte es eigentlich auch so bauen. Geht auch, dann können die hinten durchfahren. Das ist das quasi, so ein Umkehrpunkt. Aber das hier soll nämlich keine Straßen werden. Das hier schon. Das ist ja eine Verbindungsstraße, das wird auch eine. Aber hier die zum Beispiel sollen keine werden. Hier hinten können wir auch noch die Parkplätze weiterbauen, theoretisch. Muss ich halt nur kurz markieren. Das wird im Endeffekt dann eh wieder anders gebaut. Weil ja hier die Steigung wiederum spackt dann. Hier können wir aber auch wieder keine Parkplätze bauen, keine großen, ne? Die passen vom Platz her nicht hier hin. Nee, aber hier. Hier könnten wir noch die kleinen bauen, hier, so ein. Dann machen wir das erstmal so. So, hier könnten wir durch. Ich mache mal hier quasi so zentrale Straßen. Alter, wie oft ich heute quasi sage, was ist denn da falsch? Das werden Fußgängerwege. Moment. Die 10 Breiten hier können hier durch. Aber bitte in einer anderen. Das Rot sieht so kacke aus. Dann haben wir hier. Das wollte ich schon wieder quasi sagen. Mein Gott, was ist denn heute falsch? So, das bleibt erstmal gerade. Das soll ebenfalls alles gerade bleiben. Darf sich auch gerne anpassen. Hier haben wir dann. Alter, ich muss mich echt zusammenreißen, heute nicht mehr 300 mal quasi zu sagen, ne? Ist so schlimm gerade, ich weiß gar nicht, woran das liegt. So, hier kann ich... Warum kann ich hier... Ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag das gar nicht mehr. So, können wir hier so einen kleinen Vorplatz bauen. Moment, ich hab die Tankstelle vergessen, ne? Gut, die kann dann hier hin vielleicht. Die kann dann eigentlich mal hier hin. Dann machen wir hier das als Vorplatz für so ein Restaurant oder sowas. So, und hier können noch Parkplätze hin. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Das ist bei Grundversorgungseinrichtungen, sind bei Kraftstoff sind die großen Tankstellen. Moment. Cheats. Full Unlock Buildings. So. Warum haben die eigentlich alle keine Verbindung zum Rathaus? Müssten doch eine haben. Ich meine, die haben doch hier eine Straßenanbindung. Auch die Autobahn müsste funktionieren. Seltsam. So, Nein, keine ölverarbeitende Fabrik. Ich möchte eigentlich eine Tankstelle haben. Mittelgroß, große Tankstelle, genau. Da kann man dann reinfahren und tanken. Das ist also ein Teil des Rasthofs. Und dann schauen wir uns hier mal noch Restaurants und vielleicht ein Einkaufszentrum um. Ein Hotel könnten wir eigentlich auch ein kleines hinbauen. Das ist halt ein großer Rasthof dann, ne? So, hohe Dichte, was haben wir denn da? What the fuck? Okay. Princess Bell Restaurant. Das sieht eigentlich schon nach einem Raststättenrestaurant aus hier, ne? Würde ich sagen. Das backt nur ein bisschen rum. Aber das sieht eher nach einer nach einem Stadtrestaurant. Gibt es ja noch was anderes? Café Diner? Nein, das sieht eher nach einer Stadt aus. Einkaufsgalerie, das könnte man hinten und sowas bauen. So eine Outlet-Mall oder sowas. Verbrauchermarkt nicht. Okay, dann müssen wir das Ding nehmen, das Princess Bell Restaurant. Gut, das kann man als Raststätte gelten lassen. Hier ist sau viele Parkplätze, alter Schwede. Natürlich kostet das sinnlos Geld, das ist mir schon klar. Beziehungsweise kostet es momentan gar kein Geld, weil es nicht mit dem Rathaus verbunden ist, aus unerfindlichen Gründen. Ich meine, du hast eine Verbindung zum Rathaus, liebes... Oh, mir fällt gerade auf. Die Autobahn ist ja fertig, da kann ich das da hinten löschen, weil sonst backt mir das extrem rum hier. So. Wir haben jetzt das Restaurant. Ich frage mich noch, was wir hier dann hin machen. Ich glaube, das können wir mal lassen, so als kleinen Park hier. Dann baue ich hier hinten noch ein Einkaufszentrum hin. Das sieht aus wie... Ne, das sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht noch... Alter, WTF, was soll denn das sein? Das sieht doch voll hässlich aus. Entschuldigung, ist ein Mod. Also, falls der Modder zuschauen sollte, tut mir leid, aber das geht gar nicht. Das ist echt ein bisschen hässlich. Das ist deutlich zu groß, weil das ein Einkaufszentrum ist. Können wir vielleicht mittlere Dichte was hinbauen? So ein kleines. Das ist einfach so ein Supermarkt. Das würde passen. So ein kleiner Supermarkt, genau. So ein kleiner Supermarkt. Hier haben wir dann so eine Art Kleinpark oder sowas. Ja, irgend sowas in die Richtung, ne? Ich kann das nur nicht genau definieren, was das sein soll, aber irgend sowas. Hier hinten kann man auch einen Fußgängerweg durchziehen. Denn hier muss ja eigentlich auch ein Auto durchfahren. So, hier hinten ebenfalls. Wobei ich den lieber... Ja, das ist jetzt blöd. Da muss ich das kurz umbauen. Moment. Hallo? Wieso konnte ich das gerade nicht hier anfügen?
du, liebe Straße, wirst dich jetzt anpassen, dass das klar ist. So, hier muss auch kein Auto durch. Hier sind auch noch ein paar Parkplätze, ne? Dann könnte man hier doch eine Straße draus machen. Moment. Nee, das ist ein Fußweg. Roads. Machen wir bis hier hinten eine kleine Straße. Wobei, dann können die eigentlich auch gar nicht umkehren, ne? Umkehrpunkt. Na, kennt man ja von mir. Die Dinger mache ich ja so gerne. So, dann haben wir hinten so einen Fußweg. Da ist so, kann man sich ja so einen kleinen Park vorstellen oder sowas in die Richtung. Den wir dann auch noch gestalten kurz. Ist halt so eine kleine Raststätte, die hier noch steht, ne? Alter, was ist denn halt hier falsch mit den Leuten? Ich meine, die müssten doch alle eine Verbindung haben. Die können doch hier rausfahren. Die können hier rauffahren. Eindeutig. Da dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Aber warum backt es dann so? Das ist mir noch nicht ganz klar. Das ist mir alles noch nicht so ganz klar. Du sollst übrigens eben sein. Was ist denn jetzt hier bitte falsch? Wieso passt das jetzt nicht ganz? Ich muss das manchmal nicht verstehen, oder? Was das Spiel hier mir fabriziert. Ich glaube nicht. So, jetzt können wir noch ein paar Parkplätze ausfüllen hier für eine Seite. Wir können ja die noch hin. Hier hinten braucht man keine mehr. Hier ist alles voll quasi. Quasi. Schon wieder quasi. Hier haben wir noch ein paar Parkplätze. Okay, dann reicht es aber auch. Ich will es ja auch nicht übertreiben. Vor allem, weil die hier alle schon wieder keine Verbindung zum Ding haben, zum Rathaus. Wobei ich mich immer noch frage, warum. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Hier kommt eine Wand aus... Ja, ist jetzt ein bisschen eine recht schmale Wand aus Bäumen. Aber naja. Hier so ein paar Bäume rein. Die können auch hier so... Obwohl, das sieht komisch aus. Das sieht relativ komisch aus. So, hier haben wir ein bisschen Wald. Kann da auch noch ein bisschen was rein. Wobei das hier wieder eher gut aussehen würde, wenn es sich ein bisschen begrenzt. Aber naja. Ich kann hier schon einen Wald reinsetzen, aber das sieht ein bisschen arg übertrieben aus eigentlich. Ich meine, ich kann hier vielleicht noch so einen kleinen... Der macht irgendwie nicht viel Unterschied, ne? Von den Bäumen her. Ja gut, sowas kann man eigentlich gelten lassen. Das Problem ist halt, dass hier hinten dann ziemlich kahl ist. Ach komm. Machen wir das weg, machen wir hier im Umkreis. Die haben alle keine Verbindung zum Rathaus, warum? Das ist echt seltsam. Das ist mir auch nicht ganz klar, warum. Oh, hä, wieso geht denn das nicht? Ach, Straßenkreuzung zu nahe, okay. Dann halt nicht. Das machen wir alles mal so. So, das passt alles. Da haben wir alles hier die gleiche Struktur. Aber warum haben die keine Verbindung zum Rathaus? Die müssten doch da eine Route hinbilden können. Ich meine, ich kann ihnen schon noch eine Ausfahrt da hinten zur Straße hinbauen. So, keine Ahnung, aber ob das viel bringt, ist die andere Frage. Ich meine, die müssten eigentlich mit der Autobahn mit dem Rathaus verbunden sein. Ich baue den dann einfach hier noch so eine kleine Ausfahrt hin. So eine Bedienstetenausfahrt sozusagen. Die wird dann hoffentlich das Problem lösen. Was wollte ich jetzt eigentlich bauen? Ach ja, genau. Moment. Oh Gott, das sieht ja überaus bescheuert aus. Moment. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Mal sowas Hellgelbes vielleicht. Das sieht relativ... Ne, das passt nicht dazu. Wir könnten vielleicht sowas nehmen. Das würde eigentlich gehen, oder? Ja, das geht. So, jetzt folgendermaßen. Bauen wir erstmal hinten noch diese Bedienstetenzufahrt sozusagen. Wenn die schon so gefordert wird. Wobei ich die eigentlich mal hier hinbaue, dann. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Eigentlich müsste es. Ich meine, jetzt haben sie auf jeden Fall... Seht ihr, jetzt stellen sie alle ein. Aber warum geht es über die Autobahn nicht? Die haben doch trotzdem da eine Verbindung. Oder ist es wegen dem Mod? Dass da irgendwas nicht funktioniert. Es gibt aber auch leider keine Updates für den Mod. Zumindest hätte ich keine gefunden. Insofern kann ich da auch nichts machen gegen, leider. Das wird so bleiben, vermutlich. Ich weiß gar nicht, der wird, glaube ich, auch ein bisschen weiterentwickelt noch. Es gibt ja noch so teilweise ein paar Modder, die da noch rumwerkeln an dem Spiel. Allerdings nicht allzu viele. So. Was hat sich denn jetzt hier? Ach, da ist noch Plaza. Da haben sie nur ein paar Bäume gelöscht. Okay. So, das ist erstmal der erste Teil der Raststätte.
Ich mal. Hacker haben alle Kundenkonten gelöscht. Von einem Parkhaus. Mhm. Beeinflusst von nahen Sicherheitsdiensten. Aha, gibt's aber nicht. Wir könnten hier theoretisch noch eine Autobahnmeisterei oder sowas. Also, so, was in die Richtung als Sicherheitsdingens kann man das mal machen. Dann hat die Auffahrt hier auch einen Sinn quasi. So eine kleine Police Station, die so, ja, die ist halt dann als Highway Police da oder so. Kann man sich ja gut vorstellen vielleicht. Theoretisch. Mit viel Fantasie. Mit viel Fantasie geht alles, habe ich festgestellt. Ich mache jetzt einen Cut, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin. Servus.